So, hallo. In den vorangegangenen Videos habe ich euch bisher gezeigt, wie man Bilder hochskalieren kann. Und heute zeige ich euch, wie ihr die Bildwiederholrate bei Videos vergrößern könnt. Ihr seht es hier, auf der linken Seite ist das Originalvideo und auf der rechten Seite ist das Frame-interpolierte Video. Ihr seht es auf der rechten Seite, das ist deutlich flüssiger. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Das Ganze funktioniert mit der Software Waifu2x Extension GUI. Den Link findet ihr dazu in der Beschreibung. Und die Webseite sieht dann so aus. Hier auf der rechten Seite geht ihr dann nach unten und klickt hier auf Releases. Und anschließend könnt ihr das Programm unter einem der beiden Links herunterladen. Dann entpackt ihr das Programm und könnt es dann mit einem Klick auf die Waifu2x BAT starten. Das mache ich jetzt dann mal. Und das Programm sieht dann so aus. Zu Beginn, wenn ihr das Programm das erste Mal startet, dann klickt hier auf Compatibility Test und führt den einmal aus. Hierbei wird dann überprüft, welche Möglichkeiten euer PC unterstützt. Am Ende kommt hier dann eine Meldung und dort klickt ihr auf Yes. Okay, und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Bildwiederholfrequenz von Videos erhöhen könnt. Zuerst müsst ihr hier auf Home klicken und hier in diesem Bereich, da könnt ihr dann die Videos reinfügen per Drag and Drop. Das mache ich jetzt einfach mal kurz. Okay, hier, um die Framerate, also die Bildwiederholfrequenz von Videos zu erhöhen, müsst ihr folgende Einstellungen vornehmen. Zum einen müsst ihr dieses Häkchen setzen. Das gibt an, dass die Framerate des Videos vergrößert wird. Und hier wird dann angegeben, dass sonst nichts weiter durchgeführt werden kann. Denn mit diesem Programm könnt ihr zum Beispiel auch die Auflösung des Videos erhöhen. Aber in diesem Video gehe ich jetzt wirklich nur auf die Frame-Interpolation ein. Dann als nächstes hier unten rechts gebt ihr an, um welchen Faktor die Bildwiederholfrequenz angehoben werden soll. Ich habe jetzt zweifach ausgewählt, das heißt, wenn euer Video 25 Frames pro Sekunde hat, wird es dann am Ende 50 Frames pro Sekunde haben. Gut, als nächstes gehen wir hier noch auf Video Settings und hier bei Frame Interpolation, da habt ihr jetzt drei Möglichkeiten, was ihr nehmen könnt. Rife gehört zu den Preis-Leistungs-Siegern, das heißt, die Frame-Interpolation geht relativ schnell und die Qualität ist relativ gut am Ende. Was ihr vorhin als Beispiel gesehen habt, das habe ich mit Rife gemacht. Ich zeige euch nachher dann auch noch im Video, wie sich die drei Engines voneinander unterscheiden. Ich wähle jetzt hier Rife aus und hier beim Model könnt ihr das aktuellste nehmen und den Rest könnt ihr so lassen. Hier unten habe ich noch Einstellungen vorgenommen, die ihr nicht übernehmen müsst. Bei euch könnt ihr das so lassen, wie es dran steht. Okay, und dann geht es eigentlich schon los. Um den ganzen Prozess zu starten, gehen wir auf Home und müssen eigentlich nur noch auf Start drücken. Wenn ihr eure Zieldatei woanders speichern möchtet, dann könnt ihr hier auf Enable klicken und hier den Ordner eingeben, den ihr gerne auswählen möchtet. Wenn ihr hier nichts anklickt, dann wird das Zielvideo einfach genau dort gespeichert, wo das Quellvideo sich befindet. Das Quellvideo wird hierbei nicht überschrieben. Okay, und dann starten wir jetzt einfach. Im Hintergrund werden jetzt die einzelnen Bilder des Videos entpackt, sozusagen, und dann werden Bilder interpoliert. Ihr seht, das geht relativ schnell. Und ich lasse es jetzt mal kurz durchlaufen. Als Orientierung für euch, ich habe eine Nvidia 1660 Super, die etwas übertaktet ist. Okay, das war's. Schauen wir uns mal das Ergebnis an und wir sehen, läuft flüssig und es hat in diesem Fall keine Fehldarstellungen. Ziemlich cool. Das war's jetzt eigentlich schon. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert eventuell auch den Kanal. Falls ihr Themenwünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, dann schreibt sie doch in die Kommis. Und jetzt zeige ich euch noch die Unterschiede zwischen den einzelnen Frame Interpolation Engines. Hier seht ihr einen Vergleich zwischen den
drei Engines. Hier links oben seht ihr das Originalvideo. Auf der rechten Seite Kane, links unten Rife und rechts unten Dane. Und ihr seht, alle drei Engines erzeugen auf jeden Fall ein flüssigeres Bild. Hier unten bei Dane seht ihr ein paar Artefakte. Das kommt hauptsächlich dadurch, weil meine Grafikkarte nur 6 GB Speicher hat. Für ein HD-Video solltet ihr auf jeden Fall mindestens 8 GB Speicher haben, am besten 12 oder mehr. Kane und Rife benötigen nicht viel Speicher bei der Grafikkarte, daher gibt es dort keine Fehldarstellungen. Hier seht ihr eine andere Szene. Links oben wieder das Originalvideo. Hier ist Kane, hier ist Dane und hier ist Rife. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass bei Kane hin und wieder Artefakte passieren. Vor allem, wenn er sich jetzt gleich dreht. Hier sieht man Artefakte. Diese Artefakte tauchen bei Rife und Dane nicht auf. Und wie bisher, Rife und Dane zeigen also die besten Ergebnisse. Und auch hier seht ihr wieder Vergleiche. Die Reihenfolge ist wie vorhin. Und ihr seht, dass Kane wieder leichte Fehldarstellungen hat. Rife ist ziemlich solide. Und mal abgesehen von den Artefakten bei Dane ist auch Dane ziemlich solide. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.